hol dir jetzt MySports App. Das Heimteam in den blauen Trikots. Von rechts nach links in Richtung Limazblock. Auf der anderen Seite, Marcini wird angespielt. Dann Jus. Marcini. Wieder Jus. Und das ist wohl die Latte. Die noch dazwischen ist. Ja, der EV-Zug und das Gestänge. Das ist eine Liebesgeschichte, die man nicht haben will im letzten Spiel am Samstag. Da hat man unfassbare viermal das Gestänge getroffen und jetzt schon wieder. Genauer kannst du das Lattenkreuz nicht treffen. Leider aber nicht ins Tor aus Zugersicht. Bei den Lions jetzt die zweite Powerplay-Formation auf dem Eis. Das ist Lamico. Wunderbar! Der Pass von Lamico auf Alexandre Texier. Lamico aber sonst nicht der Vorbereiter hier mit dieser Übersicht unter Franzose. Nagelt das Ding fest. Genoni ohne Chance. Wird hier auch im Stich gelassen. Da kommt Simeon zu spät. Hat da zu spät gesehen, dass Texier sich optimal in Position gelaufen hat. Und weiter geht's. Wieder die Lions. Lamico diesmal vor dem Tor, der für Unruhe sorgt. Phil Baltisberger, was für ein Tor! Der ZSC Lions. Da hat noch einer abgelenkt. Es war wohl Lamico. Hier in der Ecke, Almqvist mit dem Scheinverlust und Baltisberger zieht einfach mal ab. Und ja, es war nicht Lamico, sondern wohl Jan Kovarsch, der da die Scheibe noch abgelenkt hat. Schauen Sie auf den Topscorer. Nein, es war Lamico. Also Juho Lamico wird der offizielle Torschütze sein. Der steht jetzt wieder auf dem Eis, hat die Scheibe. Jus zieht nach innen. Jus mit dem Ausgleich für den EV-Zug. Vier Punkte aus den letzten zwei Partien und jetzt legt er noch das Ding hin. Macht es gleich alleine, kurft da um die gesamte Defensive herum. Holen auf in Sachen Torschüsse, haben bislang im Mitteldrittel mehr Spielanteile. Nächster Versuch und das ist der Ausgleich. 2:2 durch Tobias Geisser. An Freund und Feind vorbei bei diesem Distanzschuss. One-Timer. Rubetz versucht noch im Stile von Peter Cech das Ganze zu verhindern. Allerdings unfreiwillig. Entlastungsangriff. Lamico. Schön gesehen auf Bachhofner und das Tor ist offen, aber er trifft nur den Pfosten. Dean Kukan versucht es einfach mal in die nahe Ecke. Und jetzt wird Jan Kovarsch lanciert. Kovarsch gegen Rube. Die suchen die Lücke, die Zuger. Kovarsch, dann Marcini. Schön gesehen. Jus mit dem Schlenker und dann ausgebremst von Willi Rieti. Marcini fängt die Scheibe ab. Guter Versuch des Stürmers. Schon eine Menge an Fouls gesehen in dieser Partie. Schöner Pass von Kuka. Jetzt sind die kreativen Spieler gefordert wie Texier, um hier den Unterschied zu machen. Chance für Kuka. Was für ein Tor! 52. Minute. Dean Kuka mit dem 3:2. Was für ein Lauf. Umkurbt da die gesamte Defensive und trifft ins hohe Eck. Das wird dem Verteidiger gut tun. In den letzten 12 Spielen nicht getroffen und jetzt ist er erfolgreich in diesem wichtigen Moment. Jetzt in der neutralen Zone. 3-2 Situation. Kovarsch findet da seinen Mitspieler Herzog nicht. Oh, und der Fehler von Genoni und der Schuss von Kukan. Und die Zürcher haben die Scheibe. Und das ist der Sieg für die ZSC Lions.